So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Eurotruck Simulator. Kamera ist alles richtig eingestellt, sieht gut aus. Okay. So, mal das hier. Und dann wollen wir mal direkt loslegen. Ich bin immer noch nicht so ganz glücklich mit dem Mikrofon hier, dass ich da immer mit der Tastatur so komisch arbeiten muss. Aber ich glaube mal, dadurch, dass das Problem alle Let's Player haben, muss ich damit wohl vorlieb nehmen. So, wir sind immer noch Level 11. Das ist sehr traurig. Ja. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wollten wir. Was haben wir? Wunderschöne Grafikfehler. Wir sind gerade in einer Mission, sehe ich gerade. Okay. Stimmt, wir waren in einer Mission. Moment mal. Jetzt muss ich mal doch ganz kurz. Ich habe in einer Mission einfach aufgehört. Da muss ich mal ganz kurz verifizieren, dass das auch stimmt. Tatsächlich. Ich habe letztens mitten in einer Mission aufgehört. Ja, gut, dann werden wir wohl einfach in eine Mission reingeschmissen. Das ist ja sehr nice. Ja, schön. Dann würde ich mal sagen, let's go. Ich hoffe mal, auch bei ETS stimmt noch alles mit dem Ingame-Sound. Da hat sich ja ein bisschen was verändert. Jetzt durch dieses neue K-Ubuntu. 22.4, wer das Video noch nicht gesehen hat. Aber es sieht lautstärkemäßig bei OBS alles gut Lass aus. uns Sehr loslegen. schön. So, wir fahren eine, naja, etwas schwerere Fracht. Okay. Und wir sind gerade an der Mod-Station vorbeigefahren. Okay. Feststellbremse gezogen. Holy moly. So, hier. Alles frei. So, Dups und Hänger zieht nach, sehr schön. Und es pisst wie auf den wie auf den Eimern hier. Das hältst du im Kopf nie aus. Ich muss mal gucken, laut OBS ist der LKW-Sound doch ganz schön laut. Ich gehe mal hier noch ein bisschen runter. So ungefähr. Ja. Ich hoffe mal, das ist nicht zu einschneidend. Bla bla bla, la la la, dum di dum. Ja, doch, sieht gut aus. Laut OBS. Muss ich ja mal nach der Folge direkt mal gucken, ob das auch wirklich so passt mit dem Audio. Oder ob es nicht jetzt doch zu leise ist. So, wir dürfen 80 fahren. Wir müssen da hinten nach rechts abbiegen. Und ich höre auf den Ohren fast gar nichts. Mal bei mir ein bisschen lauter. Ah, nee, hier ist falsch. Upsala. Links ist frei, sehr schön. So. Achso, und wie ihr seht, ne? Wie gesagt, wer das Video K-Ubuntu 22 nicht gesehen hat, ich habe upgegradet auf K-Ubuntu 22 und jetzt wird die Grafikkarte vollständig unterstützt. Ja, also, ob die wirklich komplett, weiß man immer nicht. Aber ich habe jetzt einen Grafiktreiber, diesen AMD GPU, der erkennt jetzt die Grafikkarte, die neue, auch tatsächlich als 6600 XT. Mit dem Vorteil, dass sie auch so im System angezeigt wird als eine solche. Und wir haben keine Grafikfehler mehr. Guck mal hier. Alles wunderschön, sauber. Keine komischen Striche, Linien mehr. Ja, das ist sehr geil. Es war also tatsächlich doch wahrscheinlich entweder ein Fehler der. Ja, nee, kann ja bloß ein Grafikkarten, also ein Treiberfehler gewesen sein. Weil an Wine kann es nicht liegen. Weil Wine wurde ja auch geupdatet, ne? Könnte also auch sein, dass es damit gelöst ist, aber nein, kann nicht, weil bei meinem Test sind die Fehler auch weg und mein Test läuft nicht über Wine. Mein Test läuft nativ, von daher kann es daran nicht liegen. Es liegt also definitiv an dem neuen Grafikkartentreiber, dass dieser jetzt die Grafikkarte wesentlich besser, ach so, siehst du, wesentlich besser unterstützt. Wo ich gerade hier beim Kreisverkehr bin, ist mir aufgefallen,
Ich habe mich ja mal belesen. Ich habe ja bisher alles falsch gemacht. Also laut europäischer Norm ist das wohl so, dass du beim Kreisverkehr außer beim Ausfahren gar nicht blinkst. Okay. Es gibt ja wohl so ein paar Länder in Europa, die machen es ein bisschen anders. Aber so die meisten Länder, und daran werde ich mich dementsprechend auch halten, machen es so, dass sie beim Einfahren in den Kreisverkehr und innerhalb des Kreisverkehrs gar nicht blinken, sondern nur beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr da blinken. Ich hoffe, ich werde dran denken. Ja, muss mal schauen. Ne? So, jetzt zuckern wir mal hier durch den Tunnel. Meine Rede. Wir fahren schon wieder viel zu schnell. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Okay, links ist frei. Sehr schön. Was? Jo. Achso. Kreditraten in Höhe von 4.300 Euro. Ah ja, ja, wir haben immer noch einen Kredit. Das ist ja schlecht. So, Tempomat war auf C. Und Tempomat rein. Sehr gut. Wow. Ein bisschen weit links. Upsala. Dieser Regen, ey. Holy moly. Aber wie der Regen auf der Windschutzscheibe aussieht, ist schon dezent. Naja, ganz realistisch nicht, aber realistischer als bei diversen anderen Spielen. Vor allen Dingen bei German Truck Simulator. Da war der Regen auf den Windschutzscheiben eher so noch komischer. Aber wie gesagt, ganz andere Spiele. Da sieht es ja noch komischer aus. So, da vorne wird es wieder ein bisschen langsamer, habe ich das Gefühl. Ja, nicht wirklich. Was ist das hier für eine Straße? Mal wieder Tempomat rein. So. Tankstelle. Brauchen wir Tank? Nö. Tank brauchen wir keinen. Sehr gut. Und der Ring hat aufgehört. Sehr geil. Wird doch mal Zeit hier. So. Wir brauchen weder Schlaf noch brauchen wir Tank. Okay. Da vorne geht es wieder zusammen. Ah, Straße ist frei. Sehr gut. Oh, noch 70. Upsala. Achso, wir fahren eh nur noch 60. Aufgrund der Bergaufstrecke. So. Hä? Gerade eben kam ein Schild, wir dürfen nicht nach links abbiegen. Aber die Tankstelle. Bei der Tankstelle war dann wieder ein Schild, Einfahrt links. Muss ich das verstehen? Wir fahren schon wieder viel zu schnell. So. Wow, genau die 70 getroffen. Nice. Oh, Alter, was ist das für eine enge Straße? Zu beiden Seiten abgezäunt? Was ist denn das für ein Müll? Okay. Wow. Unsere Motorbremse ist hier am Rödeln. Ja, das, was ich ganz am Anfang meinte. So eine Bergabfahrt mit der Trommelbremse die ganze Zeit durchzuführen, die würde euch einfach wegglühen. Ja? Da brauchst du dann wieder den Retarder oder eine Motorbremse. Ah ne, wir haben einen Retarder drin, ne? Kann also sein, dass das gerade der Retarder war. Ich weiß leider nicht, wie die Dinger im echten klingen. So, hier dürfen wir wieder 80 fahren, schätze ich mal. Ja, dann machen wir das auch mal. Oh, Alter, diese Felsformationen sehen alle so geil aus hier. Holy moly.
Ich habe übrigens entschieden, warum fährt der hier so langsam? Was ist mit dem los? Ich habe mir jetzt auch mal den American Truck Simulator zugelegt. Auch wieder mitsamt allen DLCs. Mein Portemonnaie wird es mir verzeihen irgendwann. Und ja. Dementsprechend werden wir vielleicht auch bald mal American Truck Simulator spielen. Ich bin mir aber da noch nicht so einig, weil da ich mich ja hier beim Euro Truck Simulator nicht so sehr spoilern lassen möchte, Alter, wie der da vorne abzieht. Ich versuche mit dem Schritt zu halten und fahre viel zu schnell. Upsala. Was hat gerade sagen? Genau, aufgrund dessen, dass, dass ich mich ja beim Euro Truck Simulator nicht so spoilern wollen lassen möchte. Ja. Habe ich mir so also gedacht, okay, wir spielen im Let's Play Euro Truck Simulator. Und da ich halt privat auch ein bisschen Spaß haben möchte, spiele ich da American Truck Simulator. Aber der American Truck Simulator ist so geil, dass ich vielleicht das doch auch als Let's Play spielen möchte. Ich weiß zwar nicht, wie es denn ist, hier zwei Truck Simulatoren gleichzeitig zu spielen. Ob ich denn immer quasi erstmal ein paar viele Folgen von dem einen aufnehme und dann veröffentliche und dann mal so, weiß nicht, nach einem Monat dann wechsle und dann wieder nach einem Monat zurückwechsle oder ob ich einfach wirklich immer ein paar Folgen gleichzeitig raushaue, also eine Folge da, ne? Muss ich noch gucken. Aber ja. Das ist ja aber auch geil. Ist das ein Staudamm? Nee, ne? Sieht so aus, als wenn es hier. Oder? Doch, ist ein Staudamm. Wir fahren schon wieder viel zu schnell. By the way. Ja, genau. Also mit dem Euro Truck Simulator auf jeden Fall Let's Play weitermachen, klar. Und mit dem American Truck Simulator muss ich mal gucken, ob wir da, wie gesagt, auch einsteigen. Wenn ja, wie wir einsteigen. So, hier wird es wieder enger. Okay, okay, okay. Der Bus hat sich schon eingefädelt. Sehr schön. Ich würde wieder 80 fahren. Diese ständige 80 und dann 70 und dann 80 und dann 70 ist ja komisch hier. Da kriegst du ja eine Macke. Ach nee, wir waren schon mal 80. Ich fahr. Holy moly. So. So, da vorne ist ein Schild anders. Hä? Das Schild war falsch rum. So, hier geht's wieder nur mit 70 lang. Sehr schön. Alter, guckt euch diese Gegend hier an. Holy moly. What the fuck? Warum ist das Vorfahrtsschild hinter dem T-Stück gewesen? Das macht gar... Sag mal, hier sind die ganzen Schilder falsch positioniert. Kann das sein? Hier, das Schild. Warum ist das Schild da? Wenn es für uns wäre, müsste es... Na, nee, der wäre komplett falsch. Aber das Schild müsste doch da vorne sein. Warum ist das Schild... Oder ist das gar nicht Vorfahrt? Oder ist. Bin ich hier. Wo. Ist das hier in dem Land, wo wir gerade sind, irgendwie anders gelöst? Wo sind die überhaupt? Ich habe von Geografie leider gar keine Ahnung. Achso, wir sind hier in Skandinavien. Irgendwo. Ist es da so anders? Holy moly. Ja, Straßenverkehrsordnungen. Darauf kann man sich in Europa auch nicht einigen. Da hat auch jeder sein eigenes. Wir fahren hier eine Runde. Wollen mal sehen, wie es hier aussieht. Okay, lass uns eine neue Route finden. Sehr, sehr schnieke. Schönes Ding, du schönes Ding. Guckt euch das an. Hier müsste man so ein Ding hinmachen mit, hä? Ich kann... Hä? Ach, das ist eine Alpha-Wand. Wow. Hier ist einfach eine Alpha-Wand, oder? Ja, ist eine Alpha-Wand. Wow. So ein schöner Platz, da kann man nicht mehr rauffahren. Hier müsste man so ein, wie heißt die Dinger, diese Aussichtspunkte oder wie die Dinger heißen. Ah, guck mal, hier ist das Schild richtig. Das ist hier bei uns und vor dem T-Stück. Aber da vorne zum Beispiel, da sieht man im Hintergrund dieses Vorfahrtsschild. Das ist wieder hinter dem T-Stück. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Was soll denn der dumme Arsch-Kack-Scheiß-Ding-Arsch? So. Schön unsere Motor hier. Okay, wir haben freie Bahn. Komische Schilderlandschaft hier. So, da fahren wir mal wieder unsere eigentliche Strecke.
Aber ein schöner Schlenker. Einfach mal im Kreis fahren, die nächsten 3 Stunden. So, bei OBS läuft alles. Immer geradeaus. Ah, der LKW kommt mir aber gefährlich nah. Was macht der hier? Ah, sein Glück, dass ich das noch nicht so schnell war hier. Was soll dieses Schild? Das bringt hinten gar nichts mehr. Okay, also die Schilder hier sind ganz komisch. Skandinavien hat echt ein Rad ab. Sorry, aber das, was die machen, das macht ja keinen Sinn mehr. So, wir dürfen 80 fahren. Da kommt sie vorbei. Dankeschön. Ich sollte vielleicht aufhören, so schlagartig zu lenken. Das gefällt unser Fracht hinten wahrscheinlich gar nicht so sehr. Was ist das überhaupt? Ach, das ist so ein, wie heißt die Dinger? Horizontalbohrer, oder? Ach nee, der geht runter. Der Arm hier, der wird hochgeklappt und der geht wahrscheinlich quer runter. Also so eine Art Mini-Ölbohrer, wenn man so will. Wer weiß. Oh, wir dürfen nur noch 50 fahren hier. Müsste aber hier bei uns stehen, ne? Oh, wow, hier steht einfach nur Bohrer. Nicht was für einer. Naja. Jetzt könnte man wahrscheinlich nach Bohrer D50 googeln, aber garantiert nicht hier im Let's Play. So. Schöne Gegend. Schöne Fahrweise. Davon ist auch wieder so ein Rundell, wo ich im Kreis fahren kann. Ist ja süß. So, wir dürfen wieder 70 fahren. Ich muss mal die Tasten für den Tempomat doch mal lieber eher hier links irgendwo hinlegen. Da rechts ist immer ein bisschen blöd, da muss ich ja immer so rumgreifen. Oh, sehr schöne Gegend. Sehr, sehr schöne Gegend hier. Der hat auch schon wieder so eine riesige Felsformation. Sehr, sehr geil das Ganze. Sehr, sehr geil. Boah, guckt euch mal da hinten die Häuser an. Alter. Ja, das ist schon nicht schlecht, du. Das ist schon echt nicht schlecht. Gut, da hinten, das sieht ein bisschen abgeschnitten aus. Das hätten sie besser machen können. Ja? Nee, ein Berg kann es nicht sein. Dafür ist es... Das sieht da aus wie... gut, sieht ihr gar nicht so sehr. Ja, gut, ich versuche mal hier, ob ich die Kamera ein bisschen... LKW und Kamera steuern gleichzeitig. Schwer. So, da hinten seht ihr es jetzt. Da sieht es sehr abgeschnitten aus. Entweder ist da doch die Sichtweite zu Ende. Oder die Map ist nicht ordentlich designt an der Stelle. Oder nicht ausreichend genug. Weil wenn man so guckt, da sieht man es ja eh nicht. Aber wenn man so guckt, dann sieht man es schon. So. Ich fahre schon wieder dezent zu schnell. Ist das im Echten eigentlich so schlimm? Wenn man jetzt, ich sag jetzt mal so 10 km/h mal zu schnell fährt oder, weiß nicht, nach einem Schild nicht direkt runterbremst, sondern, ja, gerade wenn man jetzt mit Tempomat fährt, ist das so schlimm oder ist das eigentlich völlig egal, sag ich jetzt mal? Solange man nicht mit 30 zu schnell durch eine 30er-Zone fährt. Was schon gerade schon heftig sein dürfte. So. Weil ich meine, der Tempomat zum Beispiel, der hat da sowieso eine Toleranz von 5 km/h. Das heißt, laut Tempomat kann ich sowieso 5 km/h zu schnell fahren. Also kann das ja in dem Moment nicht wirklich illegal sein? Fragezeichen. Oder ist man darauf angewiesen, dass wenn man nur 80 fahren darf, man sein Tempomat auf 75 stellen muss, damit er bei 80 dann abriegelt? Ist das so? Ist das so ein Ding? Fragen über Fragen. So langsam werden wir ein bisschen müde. Unser Bettsymbol ist schon ganz schön bettlägerig. Ah, oh, da vorne wird es wieder enger. Links ist frei, dann pendle ich mich am besten gleich mal ein. Ja, wobei, lasse ich ihn noch vorbei? Lässt er mich vorbei? Er lässt nicht vorbei. Nee, lässt er nicht. Ah, komm, fahr. Oh, ich bin.
Ich bin ihm schon zu nahe gekommen. Komm, fahr! Jetzt schiebe ich sie. Fahr nur. Ja. Dankeschön. So. Schön bergauf klettern hier. Oh. Immer geradeaus. Schon eine hübsche Gegend hier. Aber ich dachte, Skandinavien ist ein bisschen kälter. Also, dass hier überall Schnee liegt oder so. Aber wir sind ja schon relativ weit. Achso, nein, nee, nicht wirklich. Nee, wir sind ja noch voll im Süden von Skandinavien. Nach Norden geht's gar nicht. Hier oben könnte es ein bisschen kühler sein, aber hier ist noch sehr weit im Warmen. Denn doch. Aber müssen wir mal gucken, ob wir da oben mal lang fahren. Ich würde aber eigentlich gerne hier wieder erstmal runterfahren, ne, dass wir quasi denn hier so und dann, ne, hier ist ja unser Ziel. Und dann quasi von da mal hier runterfahren nach hier unten zum Beispiel, Istanbul. Und mal gucken, wie es da so abgeht. Und dann können wir von da dann hier so lang fahren, so, ne, dass wir mal alle Stellen mal so ein bisschen grob gesehen haben. Dürfte bestimmt geil werden. Meine Rede. So, da vorne müssen wir unter die Brücke durch, okay. Nimm demnächst die Ausfahrt links. Nimm die Ausfahrt links. Warum ist hier so gestrichelt Licht? Strichelig? Okay. Da wird die Fahrbahn in der Kurve enger. Ist ja auch geil. Boah, Alter. Was ist das für eine unebene Straße? Hat er uns vorbeigelassen. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Ich finde auch immer, die Auffahrten sind ultra kurz. Also eigentlich viel zu kurz. Ja, ich meine, wenn du auf so eine Auffahrt drauf fährst und du mit 80 fährst, dann hast du ja, wenn du nicht raufkommst, oder ein Auto zum Beispiel ist, du hast ja gerade mal einen ultra kurzen Bremsweg. Und auch im Echten habe ich die Auffahrten immer viel länger in Erinnerung. Ich meine, hier so eine Abfahrt, ne, da ist es nicht. Ne, guck mal, die ist ultra lang. Obwohl jetzt so lang auch nicht. Aber bei einer Abfahrt ist es so relativ egal, sage ich jetzt mal. Aber bei einer Auffahrt, da muss ich in den Verkehrsstrom einfädeln können. Und hier, guck mal, wie kurz diese Auffahrt ist. Das ist doch gar nichts. Naja. Naja. So, wir müssen mal langsam gucken. Ich habe schon wieder zweimal die Map offen. Wir haben noch 37 Stunden Zeit und brauchen gerade nur noch 15 Stunden. Das heißt, wir haben mehr als 20 Stunden plus. Ich kann also locker mich irgendwo mal ins Bett packen. Sehr gut. Falsch. Ich wollte... Ah, nee, doch, ist richtig. Alles gut. Die Frage ist, wir fahren doch irgendwann mit der Fähre. Ja, genau, hier vorne fahren wir mit der Fähre. Das heißt, da pennen wir sowieso wieder. Brauche ich mich also jetzt noch nicht pennen packen, oder? Nö, so weit ist die Strecke gar nicht mehr. Okay, sehr geil. Sehr, sehr geil. Cool, okay. Was ist denn hier los auf der Autobahn? Komische Bremsspuren.
So, Tank brauchen wir auch keinen. Okay. Sieht alles noch relativ gut aus, ne? Wir haben noch 600 Kilometer minus der Fähre. Sollte also alles soweit passen. Bitte rechts halten. Ich bin doch rechts, von Natur aus. So, hier müssen wir jetzt runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Guck mal, wie lang die Ausfahrt ist, ja? Könnte nicht mindestens genauso lang immer die Abfahrt sein? Nee, andersrum. Die Abfahrt ist so lang. Könnte nicht genauso lang die Auffahrt sein? So. Ja. So. Was? Hier mit 70 durch? Seid ihr bekloppt? Wer soll das überleben? Biege nach links ab. So. Ich hatte das Gefühl bei OBS, dass die Ausgabe ab und zu ein bisschen stockert. Aber OBS sagt immer 60 FPS an. Ah ja, mal gucken. Bin ich aber gespannt, wie die Aufnahme wird. So. Wenn du das sagst, dann halte ich mich auch mal daran. Wieder so eine enge Straße hier. Skandinavien ist schon echt komisch. Die haben komische Straßen, haben komische Schilder. Und immer so eine ganz kurzen Streckenabschnitte, wo man nur 70 fahren darf statt 80. Hä? Hier darf ich auch nur 70 fahren? Was ist denn da los? Oh. Hier ist wieder 80. Holy moly, ey. Das ist ja irritierend. So. Alter, das ist aber auch eine schöne, große, weite Gegend hier. Krass korrekt. Ein paar Heuballen. Oha. Wir fangen an zu gähnen. Das ist nicht gut. Und das, obwohl es ganz hell ist, ja. Ah, in einer Stunde 30 müssen wir noch Pause machen. Hoffentlich brauchen wir nicht mehr so lange zum Boot.
Sonst müssen wir wirklich noch irgendwo hier anfangen zu rasten. Eieiei. So, die LKW hier vorne sind wieder relativ langsam. Mal gucken, ob ich links dran vorbeiziehe. Ich sag mal ja. Hier geht's gerade so schön bergab, ja. Da kann man so schön Speed holen. Sehr gut, Junge. Wir haben es gleich geschafft. Wir müssen ja auch gleich... Oh, wow. Industriegebiet. Wir müssen ja mittlerweile gleich am Schiff... am Boot sein. An der Fähre. Oh, wir müssen nach links. Upsala. Aber links ist frei. Sehr schön. In OBS sieht es schon wieder so stockerhaft aus. Sollte der OBS am Ende mit dem neuen Grafikkartentreiber nicht so ganz klarkommen? Wer weiß. Wer weiß. Ja, ja. Wie lange haben wir denn noch bis zum Boot? Bis zur Fähre? Achso, das hier schon. Ah, oieiei. Komm, du schaffst das noch. Wir sind gleich da. Auf der Landkarte sah es viel näher aus, ne? Ausfahrt rechts. Ah, da vorne ist Ikea. Oder wie sie jetzt neu heißen, Ika. Ika und Dika. Ika, bin ein Berliner. Boah, Alter. Der Motor schwitzt. Da ist frei. Da ist auch frei. Let's go. Ich hoffe, das stockert später im Video nicht so sehr, wie es auf der Vorschau stockert. Ich dachte, mit 60 FPS kommt OBS besser klar als mit 24. Weil bei 24 Bildern pro Sekunde, als ich mit 24 aufgenommen habe, da hat die Vorschau von OBS ja die ganze Zeit gestockert, wie so Weltmeister. Aber da hatte ich ja gefühlt gerade mal 3 Bilder pro Sekunde. Aber bei 60 FPS sah es bisher schon relativ gut aus. Ui. Ich habe, by the way, 37 ausgelassene Frames durch Renderverzögerung. Gut, also jetzt muss man natürlich den Kontext kennen. Ne? 37 von 125.000. Das sind weniger als 0,0%. Aber immerhin. Wollte der mich da gerade überholen? Der versucht immer noch, ne? Ah, dir geben wir mal einen Streich hier. Ah? Nee, ich lasse ihn nicht vorbei. Nee. Trau dich doch. Hast du eh nicht. Oh. Oh. Mag dich keiner mehr? Mal schön warten, bis Gegenverkehr kommt. Kann man bitte Gegenverkehr kommen? Okay. Ich muss mal gucken. Oh. Lass mal den mal vor. So. Der nächste überholt ihn. Aber was ist hier los? Okay, jetzt mache ich Feierabend. Also, warum kommt in so einem Moment kein Gegenverkehr, ja?
Wir werden, also wir sind müde, meine ich doch. Wir werden nicht müde, wir sind müde. Oder? Sag mal so, keine Ahnung. Ach so, dieses nach links abbiegen verboten ist, dass man bei der Ausfahrt nicht reinfährt. Da, so ist das gemeint. Verstehe. Vor allem das Bett da oben ist noch rot, also ist schon rot, ja, so als wenn wir schon unbedingt schlafen müssten. Aber unten steht nächste Pause in 11 Minuten. Hä? Kann mir das mal jemand erklären? Wobei mir das ja schon mal aufgefallen ist, ne? Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann links abbiegen. Bei OBS ruckelt es ganz schön. Jetzt nicht mehr. Ei. Wow. Verengerte Sicht und so. Jetzt die Frage, wo müssen wir hin? Wir müssen nach rechts weg. Also, Fahrtrichtung nach links, aber vom Bild aus nach rechts. Da. Das heißt, wir müssen da lang. Let's go. Nach Litauen. Also, Richtung Litauen. So, würde ich mal sagen, machen wir hier an der Stelle auch mal wieder Folgenpause. Neuer Aussichtspunkt entdeckt. So, machen wir Quick Save. So. Und dann sehen wir uns mal nächste Folge wieder, wenn es dann weitergeht mit dem Weitergehen. Ne? So. Ja. Von daher, bis dann.